Hallo, hallo, meine Freunde. Ist es etwa wieder soweit? Ist etwa wieder Halloween? Dann kommt nur rein in meine modrige Gruft. Heute warten drei extra gruselige Geschichten auf euch. Und die erste beginnt in einer finsteren, dunklen Gasse. Was ist das Scheiße, ja? Das ist das Scheiße. Geht ja nicht an, ist das ein Dreckswetter heute. Oh, der Himmel ist schön. Der Himmel ist schön. So, wir starten in einer gammeln, ekeln Gasse hier irgendwie. Was ist das hier? Ein Euro? Ach, hei. Was ist das? Ist so scheinbar so ein kleiner Minecraft-Horror hier. Okay. Ein Euro. Guck mal, was haben wir hier? Wir können interagieren. Ist das eine Mülltonne? Mhm. Schön, schön, ja. Schön, wir haben uns jetzt gerade anscheinend irgendwie den Bauch mit Müll vollgeschlagen. Kann man machen. Gut, okay. Gestärkt gehen wir also weiter. There's blood on the floor. So, okay. Ich würde mal sagen, ich glaube, wir sollten jetzt mal einfach ganz käsefrisch meine Blutspur folgen. Macht man so. Okay. Oh. Oh. Was denn? Was ist denn los? Hör auf! Oh, wir sind schon wieder hungrig. Wir verlieren ganz schön schnell Appetit. Nee, durch? Nee, kann man nicht. Können wir nicht crouchen? Nee. Crouchen geht nicht. Warte mal, ich geh mal erst kurz nochmal hier. Kann man da nochmal irgendwo naschen? Ja, hier, rechts. Ah, guck mal hier. Da haben wir noch ein bisschen Müll. Sind das Müllsäcke? Das sind Müllsäcke. Schön. Oha, okay. Magenverstimmung. Verstehe. Krass. Oh, der Mond ist aber. Wir haben einen Vollmond und zwar einen richtig großen. Na, guck mal. Noch mehr Essen. Noch mehr Essen. Ja, Müllnascher, das Spiel. Wunderbar. Erinnert mich tatsächlich an unser Cult of the Lamb irgendwie, wo Mutti einen sehr speziellen Essenswunsch hatte. So, hier machen wir weiter. Sieht schon cool aus, das Game. Kann man nicht anders sagen, irgendwie. Ja, bisschen einsam hier? Hat ein bisschen was von, wie du schon sagst, Minecraft oder Roblox. Hallo? Hey! Moment, bin gleich bei dir. Ich nasch nur schnell was. Wenn der kleine Hunger kommt. Steh sogar nachts auf dafür. So, war das ein kleines Mädchen oder ein kleines Kind? Ja. Ich glaube, wir sollten mal hinterher. Rotkäppchen. Rotkäppchen, ach hey. Kleines Kind. Warte bitte. Oh Mann. Hey. Mausezahn. Oh. Oh Gott. Das ist Kenny. Das sieht aus wie Kenny. Okay. Mich gerade vertan. Hier lang. Oder? Komm ich von da? Nee, ist nicht. Oh. Oh je. Oh je. Oh je. Schnellmann? Schnellmann ist was! Huh! Alter, warum fressen wir denn Müll? Warum machen wir das? Coole Frage. Oh, da ist sie. Hey, wir helfen dir. Was ist los, kleine Maus? Oh! Okay! Ja. Ja, mit helfen war dann wohl doch nicht. Scheiße, Alter, das ist ein Zombie. Oh nein, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Okay. Noch mehr. Na Jungs, ist alles klar? Und wir sind The Walking Dead.
das war doch ein ganz besonderer Leckerbissen. Ja, da steht man gerne auch nachts für auf. Die nächste Geschichte zeigt uns, warum dich jeder davor warnt, per Anhalter zu reisen. Jetzt komme ich extra jetzt hier von der Gamecom, ja, und ich habe kein Autogramm vom Gronkh gekriegt. Wer schreibt mir denn jetzt hier? Aiden! Stecken geblieben, Grüßrasche. Vielleicht sollte ich aber auch nicht hier einfach lesen hier irgendwie. Alter, don't drive in Text? Ja, okay. Ich halte kurz an und wir lesen den Text. So, also, was meinst du? Stecken geblieben, größerer Stau des Landes? Na, mies, ist auch nicht so gut. Ich glaube, es sind die Leute von der Convention. Ist recht, ich nehme eine andere Strecke. Du musst tun, was du tun musst. Alter, was ist das für eine beschissene Antwort, ey? So, was haben wir hier noch? Was ist denn da los? Sonntagsfahrer! Oh, wir können zurückschreiben. Schade, geht nicht. Okay. So, wie... Ah, hier, okay. Ah, Dad schreibt. Ah, fahr vorsichtig. Klar, natürlich. Während wir fahren, lesen wir diese SMS. Vergiss nicht anzurufen. Alles klar, Papa. Aiden, Antwort. Noch etwas? Ich fahre jetzt. Fahr vorsichtig, Holly. Alles klar. Also, wir sind Holly, einer 21-Jährigen, und kommen von der Gamescom. Ja, und als Cosplayerin irgendwie hatte ich den Kofferraum voll mit Kostümen irgendwie. Und ach, es war so schrecklich. Es war so warm und es war so voll. Und ich habe kein Autogramm vom Gronkh gekriegt. Keins. Kannst du dir das vorstellen? Ich hab so lange angestanden. Das ist sehr schade. Mann, Papa, was ist denn los hier? Fahr vorsichtig, wo bist du? Ja, ja, fahr nur 6 Stunden, statt dein Pferd stecke im Stau. Und fahr gleich in den Baum, wenn ich weiter so SMS bekomme. Vater, was ist hier los? Ich hab dir ja gesagt, das ist ja mit... Ja, du sollst den Flug nehmen. Ich kann mir den... Oh, so mit Bremsen ist hier nicht bei der Karre. Vater. Holy, es wird schwer. Wenn du zurück bist, hoffentlich geht's dir gut. Ja, wenn du nicht ständig mich hier mit SMS beballern würdest, sondern mit WhatsApps. So, die Karre ist auf jeden Fall wie so eine Dampfwalze, so fährt sie sich. Ah, schön. Jetzt sind wir wieder auf der Spur. Das ist wahrscheinlich halt so ein steinalter Linken, der halt 8 Tonnen wiegt. So, also wir müssen tanken. Wir haben die Schlope leer gefahren irgendwie, weil wir... Oh, hey, hallo, wer bist denn du? Okay. Nur noch Spinner hier. Nur noch Spinner. Oh, okay, gut. Alter, ey, die Karre fährt sich so beschissen. So. Egal. Egal, einfach. So, dann gehen wir mal rein. In die Gasstation. Bing, bing. So, nochmal erstmal einen Kaffee to go. Oh Gott, sehen die alle aus, Alter. Wer bist denn du? Na, du, was guckst du dir an? Wo willst du hin? Hey? Ah, wie läuft Ihre Nacht? Wo müssen Sie hin? Wie läuft denn Ihre Nacht so? Er schaute mich einfach an. Okay. Ey, hallo, ich hab dich was gefragt. Wo müssen Sie hin? Er schaute mich einfach an, der ist mir unheimlich. Benni, mit dem möchte ich nicht mehr reden. Er anscheinend mit dir nicht. Na, hab ich aber genau das Richtige für dich, mein Freund. Ja, im Sport war ich nie gut. So. Gnädige Dame, hi, kann ich für 10 Dollar für Säule 2 haben? Ja, okay. Alles klar. Okay, gut. Habe ich jetzt schon gepackt? Ihr tankt? Gehen Sie allein zur Brücke? Was für eine Brücke? Die Brücke? Die Northwood Valley Road, meinte ich. Nicht viele Leute machen sich zu dieser Zeit des Jahres auf den Weg dorthin. Seien Sie vorsichtig. Sie schaffen das. Was? Danke. Was meinen Sie? Seit einem Jahrzehnt sind hier draußen viele Leute verschwunden. Aha. Die Leute, die Vermissten gesucht haben, sind nie wieder... Okay, jetzt sind die Leute suchen, die Leute gesucht haben. Na, die Ortsansässigen sagen, dass das Northwood Valley Monster sie in Stücke gerissen hat und anschließend in die Bäume gehangen hat. Na, ist ja toll. Naja, danke für das Benzin. Kann ich die Toilette benutzen? Cool. Was spielt denn der? Solitär. Solitär. Der spielt Solitär. Der spielt Solitär. Ja, besonders weit bist du noch nicht, mein Freund. So, okay, gut, dann geht jetzt erstmal tanken. Und noch eine Sache. Okay, ja. Wenn Sie eine Frau in einem weißen oder blauen Kleid sehen, die eine Mitfahrgelegenheit sucht, nehme ich sie natürlich mit. Halten Sie nicht an.
Warum? Fahren Sie so schnell Sie können. Warum? Manche sagen, dass sie bei einem Autounfall in der Nacht ihres Abschlussballs gestorben ist. Andere sagen, sie wollte Rache nehmen, nachdem sie dort vergewaltigt und getötet wurde. Na, das ist aber lebensbejahender Shit hier wieder. Wenn, wie dem auch sei, sie will Blut sehen. Okay, was auch immer sie tun, nehmen sie niemals, niemals, unter keinen Umständen, einen Tramper mit. Diese Leute auf den Straßen, die ihren Daumen ausstrecken, sind nicht das, wonach sie aussehen, gnädige Dame. Die sind nicht so. Das ist okay, du Spinner. Wer ist denn da draußen? Wer lief denn da gerade? Was? Da läuft doch einer. Ja, der will auch tanken. Nö, er ist... Der Entführer, wenn, ist einfach losgefahren. So, okay, ich fahr mal kurz. Da drüben ist auch Tanksäule 2. So, jetzt geht's los. Wende Kreis des Grauens. Oh, wisst ihr was? Ich probier mal was anderes. Einfach so ran. Mal kicken, ob das geht. Ja! Es geht! So mache ich das morgen auch. Im Real Life. Ich habe den Tank aufgefüllt und bin bereit, bin wieder losgefahren. Was? Nee, bist du nicht? Du stehst noch hier. Achso, warte mal. Wir haben ja hier Nachrichten. Mom. Holly. Ja, ich weiß nicht, ob du es so spät ein Land findest, aber wir haben kein Hundefutter mehr. Kannst du etwas für Milo holen? Ich zahle es dir zurück. Okay. Wir sollen was für Milo holen. Vater? Na, Papa, mir geht's gut. Und du musst tun, was du tun musst. Okay, also wir müssen noch irgendwo Hundefutter holen. Das hier, warte mal. Ist das Kohle? Nee, das sieht... Ich geht. Pat, pat. Hier, du Schnösel. Ah, das macht dann 5 Dollar, junge Dame. Bezahlen. Cool. Dann haben wir noch also ein bisschen Futter für Milo mitgenommen. Was frisst denn hier? Chips? Ach, guck mal, der feine Herr. Was haben wir hier noch? Ein bisschen Öl. Der hat uns ja nochmal so einen Duftbaum oder so mitgenommen. Aber naja, okay. Na, du Spinner. Komischer Typ. Komischer Typ. Komischer Typ, sag ich dazu. So. Aber ist schon unheimlich hier. So. Kann ich das einfach hinlegen? Ich muss da drin schmeißen. Okay. So. Okay, also wir sollen keinen Anhalter mitnehmen. Wir sollen auch keine Frau in einem blauen, einem grünen, einem weißen oder einem hellen gelben Kleid nehmen. Wenn du auf der Straße bist, Monster existieren wird's... Okay, ja, alle klar. Als ich auf der Straße war, wurde mir klar, Monster existieren wirklich. Was ist denn das? War das rotet? Mann, Mutter, was... Kann ich dauernd rangehen? So, natürlich, ihr kennt uns, und ihr kennt ja auch so ein bisschen unsere Videos. Wir haben einen Song. Carry on your wayward son. There will be peace when you are gone. Das ist immer, wenn ich mit Benny Auto fahre. Vor uns fährt jemand. Ja, vor uns fährt jemand. Ich geh mal ein bisschen... Dränglich mal. Mach mal Licht aus, Alter. Geht der Psycho? Na? Ja. Oh, oh, jetzt gibt er aber Schub. Na, er hat eine stärkere Maschine. Was willst du machen? Ah, damn. So, wie, ich würde, mach doch mal Licht an. Warum macht denn der immer Licht aus? Danke. Also er macht tatsächlich das Licht von alleine an und aus. Cool, kann man machen. Ach ja. Energie sparen. Ja, Batterie sparend. Definitiv. Und absolut sinnlos in so einem dunklen Wald. Es sei denn, man mag so ein bisschen Nervenkitzel. Ja, wir verlassen jetzt auch die befahrene oder die befestigte Straße. Wir fahren über eine Holzbrücke. Wunderbar. Schön, schön, schön. Okay. Ah, oh, schön. Wir müssen jetzt hier mit dem Radio. Hallo? So, und jetzt haben wir nur noch Feldweg hier. Das ist ja geil. Das ist ja toll. Die Nacht war irgendwie sehr komisch, ja. Ach, oh, schön. Bumm. Ja, ich dachte, ich könnte die Baumstämme hier fahren, aber bewegten sich nicht. Okay, gut, jetzt... Kann ich die wegräumen oder muss ich... Oder wartet jetzt mit Autofahren? Oh, nö, die können wir... Och, ach, ach, guck mal hier, wir haben heute ordentlich Uwe Martin auf der Stolle gehabt. Die können wir wegbewegen. Alles klar. Oh.
Wir haben anscheinend uns ein paar Power Gloves gekauft irgendwie auf der Gamescom. That's the reason why. Na dann. Also ich wage zu bezweifeln, dass ich diesen scheiß Baumstamm wegbewegen könnte. Was wird denn das Ding wiegen, Alter? Da bist du doch locker bei 300 Kilo, ey. Also den hebst du doch nicht einfach mal so an. Irgendwie. Nee. Und schiebst ihn weg. Den kannst du höchstens wegrollen, aber der sieht nicht aus, als wenn er irgendwie rollen würde. Egal. Es ist Videogame-Logik. So, sag mal, ich mach mal das Radio aus, das nervt mich. In der Nacht fahren ist wirklich schlimm für mich. Naja, das Auto wollte nicht mehr starten. Ach toll, schön. Super. Schön. Und nu? Ach Gott. Ja, ich sehe schon, ah, ist der Vergaser. Ja, ist heiß. Okay. So, ich bin irgendwo mitten irgendwo gelandet, ohne Netz im Handy. Ja, toll. Ich sage nicht, dass ich glaube, was für eine Kacke an der Tankstelle angestellt ist. Ja. Da muss man ein bisschen aufpassen, ja. Weil das sind genau die Momente, wo dir so eine Scheiße in den Kopf schießt, irgendwie. Die Horrorgeschichte, die dir der Typ erzählt hat. Ja, genau, hier. Soll ich jetzt weiterlaufen, oder was? Meinem ganzen Leben wurde mir gesagt, nicht bei fremden Leuten mitzufahren. Ja. Ja, wenn der Typ an der Tanke das jedem erzählt, wird uns auch keiner mitnehmen. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Wahl. Ja, jetzt muss ja erst was vorbeikommen. Ja, es hat mir Angst gemacht, darüber nachzudenken, wie lange jemand brauchen würde, um vorbeizukommen. Tja, dann ist ich doch noch mal lieber hier. Warte mal, ich nehme natürlich hier noch mein Putt-Putt mit. Ach, guck mal. Oh, okay. 22.23 Uhr. So witzig, dass wir Deutschen 22.23 Uhr sagen. Ne? Das Uhr mittendrin. Ah, ich habe ein Auto näher kommen hören. Hey, halt mal an! Arschloch! Pures Böse. Ich konnte nicht verstehen, wie jemand einen anderen Menschen so gestrandet lassen kann. Der hat sich auch mit dem Tankstellentypen unterhalten. Na schön. Ich stehe hier bei meiner Tüte Patt-Patt. Da hab ich's einfach zu essen bei. Ah. 22.43 Uhr. So, kommt jetzt vielleicht jemand vorbei? Vielleicht jemand mit einem Lastenfahrrad aus dem nächsten Ort? Dann kann ich einfach auch hier auf der Straße stehen bleiben? Weiß ich nicht. Ah, hallo, stehen bleiben! Bleib stehen! Da! Ah! Anscheinend nicht. Oh, er hält an. Aber ist auch so ein Redneck-Truck. Ich hab Angst. Ach, scheiße. Ja, wahrscheinlich können wir ohne einfach einsteigen, sondern wir müssen erstmal reden. Ach, der Typ. Nein, ist ja aus der Tanke. Du bist das Mädchen von der Tankstelle. Hallo, vielen Dank für das Anhalten. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendjemand hier für mich anhalten würde. Vielen Dank fürs Anhalten. Was willst du hier draußen tun? Ah, ich glaube, dass mein Mann gerade den Geist aufgegeben hat. Ah, ich kann keine Hilfe rufen. Das würde ich so jetzt nicht sagen. Frag doch einfach, ob du, ne? Kann ich mitfahren? Wohin fährst du? Ja, nur die Straße hoch. Nur der nächste Stopp, wo ich Hilfe rufen kann. Das klingt gut. Das nehmen wir. Steig ein. Ah, vielen Dank. Könntest du warten, bis ich mein Zeug geholt habe? Beeil dich. Schmeiß es einfach nach hinten. Ich werde nicht lange hier sein. So. Bäm. Muss ich noch was holen? Ich hole noch was, wa? Ich hole noch meine Taschen. Na, ich würde jetzt halt noch all die ganzen Spiele, die ich gekauft habe auf der Gamescom. Die ganzen Autogrammkarten. So. Ah, schön. Oh, okay. Ach, ich muss mehrmals laufen. Klar. So, puff. Und nochmal. Ach so, das war jetzt eh mal nur, oder was? Tasche habe ich also mit zwei Händen getragen. Super. Schnupp und Schnipp. Zu dem Ding. So. Smell. Auch die Scheiße. Ach so, hier ist einfach runtergefallen. Das ist auch schön. Ja, fällt immer runter. Ach Gott. Okay. Oh Mann, echt jetzt?
Ach, mein Skateboard natürlich noch. So, jetzt ist aber gut hier. Jetzt habe ich alles. Nee, oder nicht? Ist echt jetzt? Ach, mein Cap. Natürlich, mein Cap. So, weil das habe ich nämlich vom LeFloid-Stand mir geholt, das Cap. Und das muss ich mitnehmen. So. Flump. Warum? Wieso? Ich bin fertig. Na endlich, spring rein, beeil dich. Wenn ich sag, wie das ist, der Typ ist mir absolut unheimlich. So. Na? Alles klar? So, von mir. Ach, schön. Wollen wir Radio anmachen? Kannst du nicht. Aber, ach Mann. Ja, und sonst so, was tun sie hier mitten in der Nacht? Okay, du willst mir also nicht sagen, wer du bist oder wo du hin möchtest? Ja, das würde ich lieber nicht sagen wollen, wenn das in Ordnung ist. Ich wohne nicht weit weg von hier. Ich bin nach Hause gefahren. Ja, was wollen wir denn nehmen? Ja, ich bin nach Hause gefahren. Und das Stück Schrott ist bei mir kaputt gegangen. Ja. Jason? Was? Wer the fuck ist denn Jason jetzt schon wieder? Achso, er heißt Jason. Ich bin Holly und ich möchte mich nicht mit dir anfreunden. Schön, dich kennenzulernen, Jason. Ja. Ich bleib mal unverfänglich. Mein Name geht dich einen Scheiß an. Jason. Ach, ist aber auch schön hier. Ein schöner Landstrich. Und willst du noch ein bisschen schneller als 20 km/h fahren oder wie ist es? Du hast wirklich Glück, dass ich heute Nacht in dieser Seite der Stadt zu tun habe. Ja, schön. Ich muss schon sagen, du bist eine mutige junge Frau. Wieso? Du hast dir irgendeine Ahnung, was mit deinem Auto da hinten passiert ist? Ja, ich denke, es lag an der Batterie, glaube ich jetzt eher weniger, sonst wäre ich einfach ausgegangen. Es ist ein altes Auto, ach, ich weiß nicht. Naja, ist eine alte Klitsche. Das ist es, ja, ich denke schon. Ah, du sprichst öfters mit Frauen, ne? Wie ich merke. Schön. Ist okay, wenn ich ein bisschen mit Mandy spiele hier? Ah ne, ist ja kein Empfang. Ja. Also, was denkst du über das, was er dir damals an der Tankstelle gesagt hat? Ja, ich hab nicht zugehört. Ist auch schön. Ah, er hat mir wirklich Angst gemacht. Er ist lustig. Naja, komm. Er hat mir Angst gemacht. Interessant. Der Idiot erzählt das jedem, der hier herreist. Linke Maustaste zum Reden. Oh, ich möchte nicht reden. Also, ist es wahr? Was? Das Monster? Ich selbst habe es nie gesehen, aber da sind ein paar Dinge. Und ich befürchte, das Kaputtgehen deines Autos könnte eines von ihnen sein. Hey, hör zu, ich möchte nicht wie dieser Idiot klingen. Aber merk dir das. Wenn du sie nicht störst, wirst du auch nicht gespürt. Ja. Raus! Lass mich raus! Beknackter Typ. Ja, schön hier. Ich wiederhole, kannst du mal Musik anmachen oder irgendwas? Es tut mir leid, dass ich mich vorhin wie ein Trottel dir gegenüber verhalten habe. Ich hab's nicht so mit Menschen. Ist kein Ding, wir müssen jetzt auch nicht vorhin werden. Irgendwie muss man jetzt keine Sprüche hochquatschen. Danke. Merkt man gar nicht. So, wie der schon sitzt, Alter. Wie der schon sitzt. Und warum? Warum wird mir schwarz vor Augen? Was ist da los? 0:08. Nachdem wir kurz gesprochen hatten, ließ er mich bei einem Hotel aussteigen. Schön. Anscheinend haben sie Pannenhilfe angeboten. Okay. Aber ich dachte mir, dass ich auch gleich eine Pause vertragen könnte. Sei vorsichtig, da draußen sind alle Arten von Menschen. Was? Sei vorsichtig, dort draußen sind alle Arten von Menschen. Ja, lesen ist heute eine schwierige Kiste. Sagte er im ernsthaftem Ton, bevor er ging. Tschüss, Jason. Wo sind meine Sachen? Ach, die stehen hier vorne. Warte mal, ist alle da? Ja, hier. Le Floyd Cap. Alles klar. Cooles Skater-Ding. Alles klar. Pat ist da. Gut. Okay, na, dann nehmen wir mal rein. Hallo, äußerst verstörender Mann. Der Mann hatte eine gruselige Vibes. Die gruseligsten Vibes, die man sich vorstellen kann. Okay.
Mädel, brauchst du ein Zimmer für die Nacht? Wie viel kostet ein Zimmer? Ja, ich werde nur für ein paar Stunden hier sein. Oh. Wie viel kostet das? 40 für ein Einzelzimmer. Nur ein Doppelzimmer. Nur Bargeld bezahlen. So, schön. Raum Nummer 9, direkt hier drüben. Reden über das Auto. Ah, wir haben den Key bekommen. $90. Tommy wird sich im Laufe des nächsten Morgens darum kümmern. Ah, bezahlen. Und die Kohle geht raus, dass sie überhaupt noch Kohle hat, wenn die von der Gamescom kommt. Gut, ich werde Tommy Bescheid geben. Danke dir. Und noch eine letzte Sache. Versucht, die anderen Gäste nicht zu wecken. Sie würden nicht gut darauf reagieren. Aha. Du hast aber einen ganz schicken Pulli an, Alter. Könnt mal gehen? Danke. So, wo ist Raum 9? Machen wir mal hier drüben an. Holly, Bruder, wo bist du? Wieso nennt die mich Bruder, Aiden? Wir sind doch eine 21-jährige Frau. Was will er mir mit Bruder? Ah, ist nicht abgelaufen, oder? Nein. Nein. Natürlich nicht. Ich achte da jetzt natürlich total drauf, ob das abgelaufen ist. So, hier haben wir die 11. Die 10. Nummer 9. Drin war es schön warm. Schön. So, okay, dann mal drauf. Jetzt mal. Das ist ja geil, Alter. Das ist ja geil. Ach, guck mal hier. Ist wieder der Klassiker. Hallo. Wie schon bei Home Alone. So, okay, dann hol ich mal mein Zeug. Alter, was ist los? Warum kann ich das hier nicht nehmen? Was soll das? Wahrscheinlich noch nicht deine Aufgabe. Ach so, muss ich erst meckern, dass keine Matratze drin ist, oder was? Genau. Wünsche eine angenehme Nacht. Ja, was ist mit der Matratze, du Spaten? So, Tür könnte ich ja nächstes Mal zumachen. Kommen nicht so viele Mücken drin. Superman! Wunderbar. In Technicolor. Wunderbar. Max Fleischer Cartoon. Ah, ist aber geil. So, was haben wir hier? Geht ohne nichts. Natürlich haben wir kein Spiegelbild. Kann es auch anders sein. Ah, ist ja ein toller Schritt. Mit Bügelbrett. Wunderbar. So gefällt mir das. Ah, warte mal. Vielleicht kann ich ja hier auch. Aber, okay. Ich kann hier auflegen. Doch, jetzt. Wunderbar. So, Moment mal aus. Oh, was haben wir da? Ich habe es nicht gebraucht. Was ist denn bitte? Papillen? Okay. Finden wir hier noch irgendwas? Nee. Zeitung und Rotter können wir auch nicht nehmen. Und wir kommen nicht ins Bad. Also, warum? Oh. Warum ist denn hier so das Waschbecken eigentlich? Oh! Mann, Alter! Oh, bist du für ein Hans? Was machst du hier? Du hast mir echt Angst einjagt. Ja, das sollte ich dich fragen. Frank. Ich bin Tommy vom Zimmerservice. Ach, und was machst du hier in dem scheiß Klo, Mann? Hier beim Roadway Hotel, ja, dem schönsten Zwischenstopp in Northwood. Na toll. Was hast du da denn gemacht? Ich war mal schnell kacken. Oh Gott. Ist das eklig. Du weißt schon, Sachen geputzt, ne? Der Typ am Empfang hat mir dieses Zimmer gegeben. Hehehehe. Musste dich darum bitten rausziehen, während ich das Zimmer mache. Ich nehme nur meine Sachen. Okay, verlassen. Okay, also er putzt jetzt hier noch und bringt anscheinend Kameras an, das Schwein. Dann holen wir jetzt die Sachen. Man stell sich mal vor, du kriegst ein Zimmer irgendwie, ist denn auf Zimmer irgendwie und nach einer 20 Minuten gehst du mal auf die Toilette, da steht so ein Spinner. Ah, jetzt kann ich hier. Aber nur zwei. Nur zwei. So, man könnte ja vielleicht ein paar Sachen aufs Skateboard stellen, aber. Das ist eine andere Geschichte. So, willkommen beim Tony Hawk's Skateboard Simulator. Ah, bist du fertig? Ich habe mit Joe über die ganze Situation gesprochen. Die Situation, dass du ein Spinner bist? Was ist falsch mit deinen Leuten? Was? Gnade, Gnade, Gnade? Hat. Aber mach dir keine Sorgen, hier ist es sicher. Ich hole dein Auto. Und das Telefon im Zimmer funktioniert nicht. Wenn du irgendwas brauchst, frag einfach beim Empfang nach.
Wir haben versucht, es zu reparieren. Aber wir haben da jetzt halt nicht genug Gäste, dass es sich lohnen würde. War bitter. Aber eine gute Nacht wünsche ich dir. Schön. Verfatz dich, Alter. Freundchen. So. So lege ich auch übrigens meine Sachen ab, wenn ich in so ein Hotelzimmer komme. Wäre einfach so ringeflackt, so irgendwie. Wie beim Bowling wird einfach der Koffer schön rein geschwungen. Um einfach mal zu sehen, wie lange er schlittert auf dem Boden. Wollen wir jetzt nochmal fragen, ob wir was brauchen? Können wir jetzt nochmal fragen? Nee, ich wünsche dir gute Nacht. Ich hatte nur zwei Hände. Das waren noch Zeiten, als ich nur zwei Hände hatte. So. Fruit on the ground. So, dann macht das Brett zu. Dann klingt mir erstmal ein paar Pillen drin. Die lagen hier übrigens und die pfeife ich mir ein. So, darf ich jetzt mal auf Toilette gehen? So. Oh, ihr habt doch eine Kamera angebracht, das Schwein. Sieht doch kommen. So, Toilette kann man nicht benutzen. Find's übrigens schön, wenn Handtücher zusammengerollt sind. Finde ich cooler als zusammengelegt. Wieso nicht, wieso? Finde ich irgendwie cooler. So, okay. Telefon hat er gesagt, ist kaputt. Tja, hol ich mir jetzt mal einen Kaffee oder was nochmal? Was machen wir denn jetzt? Na, vorhin vielleicht jetzt. Nee, ich wollte es nicht. Will sie nicht. Trinkt halt nicht so gerne Kaffee. Vielleicht kann sie sich hier einfach ins Bett legen. Also, aufs Rost. Einfach auf den Rost legen. So, dann machen wir das mal. Ah, tatsächlich, es geht. Pinkelt da jemand an unser Klo? Hm. Steh auf! Benni, steht nicht auf. Oh! Wir werden beobachtet. Oh! Nenne es Voraussicht, aber an diesem Ort war es etwas, ja, sehr abwegig. Leert hast du zum Aufstehen. Der hat also ja nicht, der hat ja nicht in unser Klo gepinkelt, sondern der hat tatsächlich hier vor unser Fenster gepinkelt, oder was? Okay, jetzt will sie eine heiße Tasse Kaffee. Okay. Also, Kaffee ziehen. Kaufen. Espresso. Ah, was die echt? Mit Serviette, Untertasse und, also Unterteller und Löffel. Schön. Fehlt noch mal Wasser dazu? Verbrauchen, bitte. Was ist jetzt los? Okay. Der Kaffee war nicht gut. Benni, der Kaffee war nicht gut. Die Steuerung ist invertiert jetzt. Oh. Kriegst du hin? Alter. Ich muss rückwärts laufen, um vorwärts zu gehen. Faller schreibt. Ich muss... Ja, nee. Muss WhatsApp beantworten. Oh shit, Alter. Oh, ist das fies, ey. Ist das fies. Oh. Oh. So, ich versteck bei, pack mir jetzt hier. Nein! Oh! Rück. Ach du Scheiße. Jetzt schlägt das Mikro aus? Wahrscheinlich deins. Hallo! Ja klar. Oh Gott, sollte ich mich hinlegen? Nee, ich glaube nicht. Irgendwie, wenn die mich hier betäubt haben, irgendwie kann ich mich jetzt nicht ins Bett legen. Oder? Nee. Kurz kotzen? Nee, noch nicht. Oh, ey, die Steuerung. Die Steuerung bin ich. Ja, muss mich ins Bett legen. Das war doch bestimmt der Spinner, der vor unserer Tür gestanden hat. Wirklich? 3.18 Uhr. Ich war beruhigt. Wie? Warum? Warum bist du beruhigt? Ich denke, der Telefon ist kaputt.
Was ist denn das? Warum hört denn schon wieder hier was? Ich glaube, ich habe immer noch einen schönen Schädel. Hallo? Mhm. Oh. Ja, deshalb sollte man wohl auch nachts keinen Kaffee mehr trinken. Und wenn dir jemand einen gut gemeinten Ratschlag an einer modrigen Tankstelle gibt, dann hör auf ihn! In unserer letzten Geschichte lernen wir das wunderschöne Landleben kennen. Viel Spaß! Tja, na, dann werden wir mal schauen. Ich hab hier irgendwas gehört, bei der Farm soll eine Menge Scheiße abgehen. So, mit Farmer Pete Sherman reden. Ah, ja. Moment. Okay. Na, da machen wir nochmal ein Foto, hör mal. Aber natürlich nicht mit Digitalkamera. Nein. Das machen wir schön mit Polaroid. Na, aber vergrößern. Ach, schön. Ganz schau. Ach, guck mal, das ist doch hier der kleine Icarus. So, Sherman House. Wunderbar. Hey. Okay. Da schuft im Hals. So, die Grafik sieht schon mal à la Bonheur aus. So, die Tür ist offen. Das finde ich schon mal erstmal nicht gut. Aber nur die Zettel haben wir. Zettel des Farmers. Herr Fox, wir haben einen Termin vereinbart, aber es kam zu einem Unglück. Unsere Tochter ist verschwunden. Meine Frau begann sich in der Stadt, um die Hilfe anzugehen. Was? um die Hilfe anzugehen. Klar. Mein Sohn und ich untersuchen die Farm. Wir hinterlassen Zettel für sie und die Polizei, falls wir einander verfehlen. Schön. Also die Polizei wurde auch für uns deponiert hier. Seien Sie vorsichtig, Peter Sherman. Okay, gut. Das ist natürlich leider dem klassischen Google Translator wieder zu verdanken, irgendwie, dass das so toll ist Deutsch. Hallo! Oh. Ja, eine große Pizza Salami. mit extra Käse, bitte, danke. So, okay, wir haben anscheinend nicht so guten Empfang hier. Mal gucken wir erstmal, was ist im Kühlschrank. Macht man immer, wenn man in so ein fremdes Haus geht, guckt man erstmal im Kühlschrank drin. Okay. Ah, die Shermans wahrscheinlich. Auf dem Foto Mitglieder der Sherman Family. Großartig, schön. Auf dem Foto Mitglieder der Sherman Family. Ah, schön. Das sieht nach einer liebevollen, aktiven Insta-Familie aus. Wunderbar. Schön. So, gucken wir mal hier. Lockt. Ach, guck mal, hier ist schon eine Pizza bestellt worden. Schau mal einer an. Die alte Zeitung. Dies ist eine alte Zeitung über Kornkreise und andere unerklärliche Phänomene. Es sieht so aus, als ob das hier schon lange passiert. Naja, warum wusste ich das nicht? Tja, weil du nicht irgendwelche Spinner-Nachrichten liest. Ah, wunderbar. Schön. Finde ich mal krass, so diese gigantischen Milchcontainer. Ne? So, kleine Küche, klein, aber fein. Dann nehmen wir mal hoch. Oh, hallo? Shermans? Ja, niemand. Shermanus? Wie bitte? Ja, niemand da? Nobody here. Nobody's there. So, bitte lass mich nicht alle. Was ist das hier? Eine Mütze. Eine fesche Mütze. Er sieht mir nicht so aus, als wenn er so eine Mütze tragen würde. Ah, auf dem Foto Mitglieder der Sherman Family. Schön. So, ich bin froh, dass ich nicht jede einzelne Schublade aufmachen muss. Ein Buch. Oh, was haben wir hier? Auf dem Foto Mitglieder der Sherman Family. Das kommt jetzt unerwartet. So, okay, hier hinten haben wir noch einen Feuerlöscher. Habe ich auch immer so zu stehen bei mir im Flur? Auch exakt dieses Modell. Also mit so Pumpmechanismus oben. Ist ja geil. Okay, gehen wir mal hier in die Tür rein. Hallo, Shermanos? Oh, was ist das hier, Alter? Was ist das hier für... Oh. Okay, kommt jemand drin?
Oder raus. Oh nein, auf dem Foto Mitglieder der Sherman Family. Ist etwa ein kleiner Junge ins Maisfeld gerannt? Warum wird die Musik so diabolisch? Sorgen hält schwanger? Zettel des Farmers. Das ist das Zimmer der Tochter. In der Nacht hörte ich ein seltsames Geräusch. Als ich eintrat, war sie in ihrem Bett nicht mehr. Und das Fenster stand weit offen. Ich bin davon überzeugt, dass diese Ungeheuer sie entführt haben. Oder sie hat sie einfach nur rausgeschlichen. Das kann natürlich auch sein. Passiert häufig mal bei erwachsenen, heranwachsenden jungen Damen. Aber das sieht mir noch sehr nach wirklich kleinem Kind aus hier, ne? Mit Spielzeug und so. Oh, hier haben wir noch eine Zeichnung. Eieiei, Kinderzeichnung. Es sieht so aus, als ob dieses Bild von der verschwundenen Tochter des Farmers gezeichnet wurde. Das Blatt ist beidseitig bemalt. Oh nein. Haben die den Hund? Haben die den Hund? Benni, haben die den Hund? Die sieht so aus. Lege ich zurück. Gibt's gleich eine 6 für die Zeichnung. Kann ich nicht deuten. So, okay. Können wir hier irgendwas aufnehmen? Oh, ist aber wirklich... Megan! Ah, guck mal. Vielleicht stand auch Megan. Aber war ja ein Haarbein. So, okay. Dann haben wir hier oben noch eine Tür. Bestimmt das Schlafzimmer. Ich frage mich tatsächlich... Auf dem Foto war eine Familie mit 2 Kindern. Hier ist ein Zimmer. Wo schläft denn der Junge? Im Dachboden. Im Keller. Der Junge schläft im Keller. So, okay. Ach, hey. Na, Papi hat ja eine schöne Pinnwand. Ihr druckt das Foto auf dem Foto. Ein Foto aus dem Internet. Das sieht so aus, als hätte Peter Sherman etwas Ähnliches gesehen. Das sieht unheimlich aus. Ja. Alter, wie hängt sich denn so eine Bilder hier so ins Schlafzimmer? So? Warum? Ja, der Kleiderschrank ist gut gefüllt mit ein paar Schuhen und einer Socke. Exakt eine Socke. Cool, kann man machen. Ja, ein Buch. Kindertagebuch des Farmers. Kindertagebuch des Farmers. Sticker, ich habe mein altes Tagebuch gefunden. Ich war damals 15 Jahre alt. Wie konnte ich das alles vergessen? Der Text. Heute war der tollste und gruseligste Tag meines Lebens. Ich habe Außerirdische gesehen. Meine Eltern denken, ich lüge. Aber es ist wahr. Ich habe an einem verlassenen Pier am Fluss geangelt. Plötzlich war ich von einem Grollen von hinten betäubt. Ich drehte mich um. Eine riesige Scheibe mit 4 blinkenden Lichtern oder Fenstern drehte sich genau über den Boden. Ich fühlte einen Schlag, der mich in die Luft zu werfen schien. Ich blieb hängen, als ob ich in der Schwerelosigkeit wäre. Ja. Alles um mich herum wurde plötzlich blendend hell. Und es kam mir vor, als ob ich ohnmächtig wurde. Ich erinnere mich an 3 Außerirdische mit grauer Haut und großen Augen. Ich wurde auf den Tisch gelegt und ich fühlte mich daran, festgewachsen zu werden. Sie standen über mir. Es schien mir, dass sie miteinander telepathisch kommunizierten. Dann kam einer von ihnen und tat etwas mit meinem Kopf. An nichts mehr kann ich mich erinnern. Ich bin spät am Abend am Pier aufgewacht und hatte es kaum geschafft, mein Zuhause zu gelangen. Schön. Ja. Mir dröhnte der Kopf und ich ging wie in Delirium nach Hause. Ich wage zu bezweifeln, dass ein 15-Jähriger das Wort Delirium benutzt. Hier, auf dem Lande. In the middle of the West. Zu Hause fand ich mehrere Schnitte an meinem Körper und 2 kleine, sehr gleichmäßige Löcher hinter dem Ohr. Wie hat er denn das gefunden? Mit der Hände? Weil gucken kann man nicht. Was war das? Ich habe Angst einzuschlafen. Heieiei. Heieiei, da müssen wir anscheinend... It's an evidence. Ja, genau, so kann man das machen. So sieht man das. So kann man das sehr gut auch nachvollziehen, wenn man es mal irgendwann später sich anguckt und nochmal lesen möchte. Kann man machen. So, ansonsten haben wir hier gerade noch irgendwie den Talmud bestellt hier. Kam gerade an. Was? Wie? Boden? Boden? Was ist hier los? Okay. Nee, ist klar. Taschenlampe? Ah, F für Taschenlampe. Oh, okay. Schön, jetzt wird's unheimlich. Zettel des Farmers. Ach Gott. Ich habe vieles über diese Ungeheuer gelernt. Man nennt sie die Grauen. Sie sind kleine... Keine kleinen grünen Männchen, sondern hohe, unheimliche und gefährliche Kreaturen. In der Regel werden sie wie folgt beschrieben. Ein zum restlichen Körper überproportional großer Kopf. Keine Haare.
Tiefe schwarze Augen, graue Haut, lange, dünne Gliedmaßen. Das klingt tatsächlich nach Leuten, die ich kenne. Tiefe schwarze Augen, ja, hatten wir schon. Diese Außerirdischen sind sehr aggressiv gegenüber Menschen. Alles beginnt mit grellen Lichtern am Himmel in der Nähe des Hauses, die sich auf einer bestimmten Bahn bewegen. Hierbei haben die Menschen Nasenbluten, starke Kopfschmerzen und Ohrensausen. Die Tiere beginnen zu rasen. Dann stoßen die Menschen auf Gedächtnislücken. Das sind die Zeitspannen, in denen sie sich an nichts erinnern können. Per se die Definition. Schön. Als sie das Bewusstsein wiedererlangten, fanden sie sich anderswo wieder. Zum Beispiel mitten auf einem Feld oder auf einer Straße, mehrere Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Bei einigen kamen furchtbare Erinnerungsfetzen zurück. Die Leute erinnerten sich an schreckliche Erlebnisse. Die Außerirdischen erlangten die Kontrolle über ihren Geist und beeinflussten ihre Psyche. Man konnte auch Spuren am Körper finden, und zwar Schnitte. Bei den Palpationen? Bei den Palpationen? Mhm. Also, was ist eine Palpation? Scheißegal, war die Verhärtung fühlbar? Ein Fremdkörper, der sich unter der Haut rührte. Bei der Palpation. Ja, schön, schön. Also, es sind nicht die kleinen, süßen IT-Außerirdischen, es sind die großen, ekelhaften. Scheiße. Hallo? Is anybody there? Alter, ist schon unheimlich. Ist schon echt unheimlich. Okay, ich geh mal runter. Hallo? Hast du es um mich müssen? Oh nein, Tür ist offen. The door is open. Weh, Penn hat den Kühlschrank offen gelassen, ja. Ah, Tür ist offen. Oh, scheiße. Ah, oh, schönes Wohnzimmer nochmal. Wunderbar. Und noch eine Tür. Klo? Bad. Mhm. Nee, Klo. Okay. Wieder ein Zettel. Zettel des Farmers. Ah, ja, unterstreicht doch gerne nochmal einen Textmarker. Als Kind begann ich Kopfschmerzen zu empfinden. Bis heute planen sie mich immer weiter. Immer wieder. Dutzende Male wandte ich mich an Ärzte, aber niemand konnte den Grund ihrer Entstehung erklären. Und in letzter Zeit ist das ein seltsames, unangenehmes Jucken am Hinterkopf hinzugekommen. Na, schön. Die Antwort ist einfach. Die Entführung. An die Entführung durch Außerirdische erinnere ich mich erst, als ich mein altes Tagebuch fand. Eben dann begann die Migräne. Die Schnittwunden hinter dem Ohr, die mir dann aufgefallen sind, die haben ihre Spuren hinterlassen. Genau da, da gibt es eine Schramme. Eine Schramme. Ich bin sicher, sie haben mir etwas eingebracht, eine Art Sender oder Implantat. Deswegen habe ich alles vergessen. Ich habe mich endgültig entschieden, es herauszureißen. Ich bin nicht verrückt. So, legen wir mal schön zurück. Ach, schön. Schön. Guck mal. Die Analsonde. Eine Büchse mit einem seltsamen Gerät. An einem Zettel behauptete Peter Schermann, ein außerirdisches Implantat hinter dem Ohr hervor herausgeschnitten zu haben. Vielleicht nehmen? Das nehmen wir damit. Er ist nicht verrückt, aber er klebt gerne seine Notizen einfach so an den Badezimmerspiegel. Mach ich auch. Einfach, damit ich sie sofort sehe, wenn ich früh auf Toilette gehen muss. Ach, schön. Schön. Hier haben wir noch mal ein paar Fotos, lass mich raten. Fotos der tote Tiere. Ist nicht so schön. Wahrscheinlich von der Gracewood Farm. Ach du Schande. Was haben wir denn da noch? Ach, ey, Viehsterben. Jei. So, soll ich mal den Fernseher ausmachen? Ich mach mal den Fernseher aus. Ja, hallo? Ach nö, muss doch ein Videotape ausgelegt werden. Ist das Independence D3? Was gucken wir hier für... Oh krass, nur so ein schöner 14-Jahre-Film. Oder, naja, 14 Jahre. Nee, 15 wahrscheinlich. Oh krass, hast du mal so eine Klassiker gesehen, Benny? Nee. Tatsächlich sind die recht witzig, ein paar von denen. Also halt für ihre Zeit, ne? Ist halt... Ja, Alter. Okay. Oh, spul zurück.
Ist ein ordentlicher Videorekorder. Ist ein ordentlicher Videorekorder. Wisst ihr, kostet sonst einen Euro, wenn man es abgibt. So. Okay, the day. Ich würde mal sagen, wir gehen mal raus, da wo der komische Licht war. Ich würde mal sagen, wir gehen nicht raus. Was ist los mit dir, Alter? Get the fuck off mein Rasen, Mann! Hey, oh, Mann! Oh ja, die Vogelscheuche uns erschrocken. Und schon eine Stille. Wenn ich hab ein bisschen Angst jetzt vor dem Maisfeld. Ja, aber da vorne ist doch Licht. Ja, aber wir müssen, um ans Licht zu kommen, erstmal ins Maisfeld. Und ja, guck gerade alleine nach oben. Und es sind 2 Punkte mehr. Okay. Nee, klar. Ah. Oh nee. Oh. Oh, ist das fies. Zum Auto laufen. Oh, ich renn mal. Okay. Wie, wo, war? Auto. Auto, Mann. Wie zu blenden. Wie so Ghostfacer oder was sind wir? Mach doch mal auf das Ding. Oh, Gott sei Dank. Los, fahr los. Nein, die Karre springt nicht an. Benni, die Karre springt nicht an. Oh, oh. Okay, okay. Alles klar, Jungs. Zieht's durch. Haut einfach ab. Schön, die ihre Karre springt an. Mach die scheiß Karre jetzt an, los! Aufgibt. Sei vorsichtig, wer dich mitnimmt. Das waren meine 3 Halloween-Geschichten für dieses Jahr. Lass doch einen abgetrennten Daumen da und wir sehen uns nächstes Jahr, wenn es wieder heißt Halloween.